Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Gestern kam ein hochspannender Artikel in The Times of Israel. Da hat einer der Korrespondenten einen Artikel geschrieben über die gegenwärtige Situation in Israel. Und er ist einfach der Meinung, dass Israel geteilt werden sollte in zwei Staaten, also in den liberalen Norden und in den gottergebenen Süden. Das ist der erste Artikel, den ich kenne, der so offen von diesem Thema spricht. Und ich möchte euch gerne kurz die Zeilen vorlesen auf Deutsch, die er da veröffentlicht hat. Wie jeder, den ich kenne oder der sich dafür interessiert, habe ich auch in den Straßen von Tel Aviv demonstriert. Aber ich habe mich nicht den Sprechchören meiner Mitdemonstranten angeschlossen im Ruf nach Demokratia. Das ist ein Schlachtruf, der die wahre Krise Israels verkennt. Es gibt hier zu viel Demokratie, nicht zu wenig. Die von Bibi Netanyahu geführte Regierung wurde fair und ehrlich gewählt. Niemand wirft den Gewinnern Wahlbetrug, Einschüchterung oder Taschenspielertricks vor. Der Wettbewerb war eine reine Übung in Wahldemokratie. Das Volk hat gesprochen. Also er sagt damit, dass es keinen Wahlbetrug gab. Und wenn man ein echter, fairer Demokrat ist, müsste man eigentlich der Gegenpartei dann auch zugestehen, dass sie regieren kann. Das Volk hat gesprochen. Aber aus der Sicht der Liberalen in Tel Aviv sind es die falschen Leute. Die Demokratie in Tel Aviv ist mit einer Reihe von Werten verbunden. Dazu gehören eine unabhängige Justiz, die Rechte von Minderheiten schützt und die Macht der Regierung kontrollieren kann, ein modernes Bildungssystem, das auf intellektueller Neugier und wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, die volle Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte von Homosexuellen, die allgemeine Wehrpflicht oder eine alternative Form des patriotischen Dienstes und eine aktive Beteiligung in der nationalen Wirtschaft. Die Fraktion der Schwarzhüte in der Regierung, von der die Netanyahu-Regierung abhängt, lehnt diese Form des Liberalismus nicht nur ab, sie verachtet sie. Ihr klares und oft wiederholtes Ziel ist es, letztendlich eine Theokratie zu errichten, die nach dem talmudischen Gesetz, wie es von verehrten Rabbinern interpretiert wird, geführt wird. Eine solche Gesellschaft wird zwangsläufig ihre Bürger nach Geschlechtern trennen. Schulfächer verbieten, die den wörtlichen Texten der Tora und des Talmuds widersprechen, gottlose Technologie verbieten und die persönliche Freiheit und die öffentliche Rede stark einschränken. Wenn Sie glauben, dass dies ein dystopischer Albtraum ist, dann irren Sie sich. Es ist eine Frage der Arithmetik und der Demokratie. Denn als Israel 1948 gegründet wurde, gab es hier weniger als 40.000 Haredim, Gottesfürchtige. Heute sind es mehr als 1,35 Millionen, das ist das 34-fache. Und die Gemeinschaft wächst dreimal so schnell wie der Rest der israelischen Gesellschaft. In den Händen der Rabbiner wurde die biblische Aufforderung, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, zu einem politischen Instrument. David Ben-Gurion, ein Visionär in vielerlei Hinsicht, hat dies nicht kommen sehen. Er hielt die Schwarzhütte für ein Relikt des Ghettos. Ihre Kinder, so glaubte er, würden sich als neue jüdische Männer und Frauen assimilieren. Er hielt es für harmlos, den armen Rabbinern zu erlauben, ihr eigenes, staatlich subventioniertes Schulsystem einzurichten. Aber heute sind ein Viertel der Juden im Schulalter Haredim, also Gottesfürchtige. Sie wachsen in einer abgeschotteten Gemeinschaft auf und werden dort erzogen, ohne dass sie die Außenwelt kennen oder mit ihr in Kontakt kommen. Ihnen wird beigebracht, säkulare Israelis als eine verderbliche Spezies von Nichtjuden und den zionistischen Staat als ein schweres Verbrechen gegen die göttliche Vorsehung zu betrachten. Der einzige israelische Feiertag, den die Haredim feiern, ist der Wahltag. Demokratie und Demografie haben sie zu glühenden Demokraten gemacht. Die Rabbiner mögen den israelischen Obersten Gerichtshof hassen, aber sie lieben den Obersten Gerichtshof in Washington, der die Regel eine Person, eine Stimme verankert hat. Die politischen Rabbiner haben dieses einfache Mantra wie das 11. Gebot verinnerlicht. Das Wahlrecht ist ihr Geburtsrecht, ein unbezahlbares und unwiderrufliches Geschenk, das ihnen von ihren zionistischen Gegnern gemacht wurde. In Tel Aviv bestehen die Demonstranten darauf, dass Demokratie mehr ist, als nur eine Wahl zu gewinnen und eine Regierung zu bilden.
Sie glauben, dass solche Reden die Rabbiner davon überzeugen können, dass sie von dieser ausgefallenen Art von Demokratie profitieren, die ehrliche Gerichte, Bürgerbeteiligung und den heuchlerischen Slogan einschließt, dass alle Juden nur eine große Familie sind. Nur, das glaubt heute niemand mehr, wenn es überhaupt jemals jemand geglaubt hat. Es ist gut möglich, dass die Demonstrationen auf der Straße, die Drohungen der säkularen Wirtschafts- und Militärelite und die Schmeicheleien der Biden-Administration Bibi dazu veranlassen, also Netanyahu dazu veranlassen, seinen unverhohlenen Versuch, die Gerichtsbarkeit neu zu gestalten, aufzugeben und die von den politischen Rabbinern geforderten ultraorthodoxen Gesetze fallen zu lassen. Die Proteste könnten möglicherweise die Regierung zu Fall bringen. Aber das säkulare, liberale Zentrum, das das Land regiert hat, ist nicht mehr die Mehrheit. Daran würde auch eine Neuwahl nichts ändern. Eine neue Regierung könnte sogar noch schlechter sein. Auf lange Sicht ist die Demokratie, wie sie von säkularen Israelis verstanden wird, mit dem ultimativen Haredim-Projekt weder vereinbar noch konkurrenzfähig. Anstatt die Macht der Wählervermehrung zu verfluchen, sollte sie sich auf die Spaltung Israels konzentrieren. Also er sagt, im Prinzip ist die Mehrheit von den liberalen Israelis aus dem Norden ohnehin durch die geburtenstarken Jahrgänge und die geburtenstarken Haredim auf die Haredim übergegangen. Und eine Neuwahl wird auch nichts Neues bringen. Ja? Und diese beiden Welten sind einfach nicht miteinander zu vereinbaren. Und das ist ein arithmetisches Problem. Im Prinzip sind die einfach in ihrer Bevölkerung von 40.000 auf 1,35 Millionen angewachsen und sind eine der stärksten Fraktionen im Land und sind auf demokratischem Weg überhaupt nicht mehr in die Schranken zu weisen. Ja? Das funktioniert nicht. Und anstatt die Macht der Wählervermehrung zu verfluchen, sollten sich die Israelis im Norden auf die Spaltung Israels konzentrieren. Das ist das, was ich immer sage und das, was in der Bibel auch steht. Unabhängig von dem, was wir hier erleben. Es geht nicht darum, politische Dinge hier einzuordnen, ja? Sondern es geht eigentlich darum, das, was wir in Israel im Moment sehen, mit dem abzugleichen, was die Bibel uns sagt. Und die Bibel sagt, dass Israel in der letzten Zeit auseinanderbricht und man meint, das fast mit Händen greifen zu können hier. Ja? Der Autor dieser Zeilen, der schreibt dann weiter: 1996 schrieb ich im Jerusalem Report eine dreiteilige Serie, in der ich für eine einvernehmliche Trennung plädierte. Zwei Staaten, weiter verbündet, die sich das Land teilen. Da bekommt die Zwei-Staaten-Lösung eine ganz andere Bedeutung, als wir die bisher kennen, ja? Die in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zusammenarbeiten, diese beiden Staatsteile, aber frei sind, ihre eigenen Gesetze zu erlassen und durchzusetzen und nach ihren eigenen Überzeugungen und ihrer eigenen Kultur zu leben. Er sagt, lass uns doch einfach Israel auseinanderschneiden. Ja? Ihr nehmt einen Teil und wir nehmen einen Teil. Fast wie bei Salomo, ja? Wo die beiden Frauen kommen und sagen, mir ist das Kind. Und die andere sagt, nein, das ist mein Kind. Und dann sagt Salomo, schneid's doch auseinander. Ja? Fast so sagt er das hier auch, schneidet doch Israel auseinander. Macht doch einfach zwei Teile daraus. Macht den Süden mit den Haredim, mit den Gottergebenen, und den Norden mit der liberalen Bevölkerungsstruktur, die wir hier im Norden haben und die wir gerne auch weiterhin haben wollen. Das entspricht exakt dem, wie Israel aufgeteilt war im Alten Testament. Ja, der Norden war wirtschaftlich sehr stark, der Süden war eher arm. Dafür war der Süden Gott ergeben, mit gottergebenen Königen. Dafür war der Norden sehr gottlos, ja, und sehr dafür aber wirtschaftlich dann wieder stark. Also das, was wir heute hier sehen an Trennungslinie, geht ja gar nicht zwischen Israel und Arabern. In dem Sinne, wie man bisher eine Zwei-Staaten-Lösung definiert hat. Wir haben hier ja plötzlich eine ganz neue Zwei-Staaten-Lösung vor Augen. Nämlich eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen dem Norden und dem Süden. Oder dem Süden und dem Norden, wie auch immer man das sagen will. Ja? Der beschreibt hier eine Staaten-Aufteilung. Und er sagt, es ist sowieso vorbei. Die Haredim sind eh mehr als ihr hier im Norden. Er wohnt selber auch in Tel Aviv. Ja? Und er sagt, statt sich darüber zu ärgern, dass so viele Haredim jetzt plötzlich wahlberechtigt sind und auf ihr Wahlrecht pochen, konzentriert euch lieber auf die Spaltung Israels. Ich habe das vor so vielen Jahren schon geschrieben und jetzt sieht man es ja eigentlich, dass es keine politische Science-Fiction mehr ist. Ja? Das schreibt er hier dann auch weiter.
Damals erschien dies wie politisches Science-Fiction. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Letzte Woche hat Bundespräsident Herzog gewarnt, dass wir durchaus auf einen Bürgerkrieg zusteuern könnten. Das kann aber nur zu einem Pyrrhussieg führen. Ja? Also sowohl der Bürgerkrieg geht aus wie das Hornberger Schießen, also Neuwahlen. Ja? Wir können die Haredim nicht mit Modernität begeistern und sie uns nicht mit dem Talmud. Sie sind, wie sie sind und wir sind, wie wir sind. Ich urteile nicht, aber es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns etwas vorzumachen und getrennte Wege gehen. Und ein Hinweis noch an diejenigen, die Jerusalem-Tel Aviv vorziehen: Lasst das mit den Wahlen, ihr werdet sie nicht mehr brauchen. Also das sind heftige Worte, wie ich finde, ja, und das ist eigentlich so der erste, den ich zumindest gesehen habe, der das in dem Zusammenhang so offen kolportiert in der Öffentlichkeit und in der Mainstream-Presse. Times of Israel, wie gesagt, ich verlinke euch da den Kanal im Textbereich unter dem Video. Eigentlich muss man sagen, dass was wir hier sehen, das ist ohne Beispiel. Ja. Israel ist eigentlich in außenpolitisch sehr schwierigen Zeiten. Jetzt kommen gerade hier Meldungen rein, dass der Verteidigungsminister mit Netanyahu spricht und sagt, das Militär steht kurz vor einem Aufruhr, vor einer Revolte, also Militäraufstand. Dann würde das Militär die Regierung dann da entmachten. Das ist unglaublich, was da an innenpolitischem Druck entsteht. Und das ist meiner Meinung nach auch nicht zu lösen. Denn wenn die Gerichte oder wenn diese Rechtsreform weiter durchgezogen wird, die übrigens auch im Interesse von Netanyahu ist, ja, weil der steht ja eigentlich vor Gericht, aber wenn jetzt die Orthodoxen die Gerichtsbarkeit übernehmen und die profanen Gerichte keine Gerichtsbarkeit mehr ausüben können, dann hat Netanyahu im Prinzip auch den Prozess hinter sich. Würde die Regierung aber kippen, weil einer seiner Minister zurücktritt, entweder einer, der für die Reformen oder einer, der gegen die Reformen ist, dann würde die Regierung Netanyahu kippen und dann gäbe es Neuwahlen. Aber die Neuwahlen würden genauso wieder verlaufen, wie die bisherigen Wahlen auch gewesen sind. Außer Netanyahu würde zurücktreten. Ja, dann würden auch die Wähler aus der politischen Mitte rechts wählen oder die Mitte-Rechts-Wähler zumindest, die bisher links gewählt haben, weil sie gesagt haben, wir wollen den Netanyahu nicht in der Regierung haben. Wenn Netanyahu aber zurücktritt, dann wird er genau von den Richtern verurteilt, die er gerade versucht abzusetzen. Also das wird dann hochspannend. Deswegen, Netanyahu wird mit aller Macht versuchen, an der Macht zu bleiben. Weil wenn er sein politisches Amt verliert, verliert er seine Immunität und dann wird er vor Gericht gestellt. Als jemand, der die Gerichte, die dann über ihn urteilen, gerade abschaffen wollte. Ja? Also das ist hochspannend. Und deswegen, das geht nicht vor und nicht zurück. Das geht nicht vor und nicht zurück. Heute Abend um 19.30 Uhr ist wohl eine interessante Ankündigung. Ich glaube vom Verteidigungsminister, um 20 Uhr spricht der Netanyahu. Vielleicht wird das dann alles zurückgezogen. Ich weiß es nicht genau, aber selbst wenn Netanyahu jetzt diese Rechtsreformen zurückzieht, dann tritt die Schass-Partei oder die Orthodoxen, die treten dann aus seiner Regierung aus, dann ist seine Regierung auch am Ende. Also das wird hochspannend, wie das weitergeht. Über dem allen glaube ich, dass die Prophetie der Bibel in Erfüllung gehen muss. Ob das jetzt schon so weit ist, kann niemand sagen, aber das ist schon also beispiellos, was wir hier sehen. Und ich staune darüber, dass diese Zwei-Staaten-Lösung, die jahrzehntelang bewegt wurde, ob man zwei Staaten macht, einen palästinensischen und einen israelischen Staat und ob Jerusalem die geteilte Hauptstadt ist und so weiter, plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommt. Man bekommt eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen dem nördlichen Ephraim und dem südlichen Juda. Denn das geht hier zwischen Tel Aviv und Jerusalem hin und her. Und hat also das Potenzial, den Staat auseinanderzureißen. So wie er hier ja auch schreibt. Ja? Er sagt, es ist sowieso nicht mehr zu lösen. Wir wollen nicht mit dem Talmud, ja? Wir in Tel Aviv. Und die in Jerusalem wollen nicht mit unserer westlich-modernistischen Lebensart leben. Ja? Und deswegen gibt es ja auch keine Übereinkunft. Und das wird spannend. Ich glaube, dass wir diese Dinge nur beurteilen können vor dem Hintergrund der Bibel. Was ich auch spannend finde, ist, dass das sogenannte, von mir sogenannte Römische Reich, also dieses Europa und auch Amerika gerade dabei ist, heftig zu straucheln, aber sich für diese Entwicklung da im Nahen Osten überhaupt nicht interessiert.
Das ist vollkommen egal. Das ist wie damals auch, da gab es den Kaiser in Rom und irgendwo im Winkel dieses Römischen Reichs, irgendwo hinten bei Judäa, glaube ich, in der Ecke, da wurde Jesus geboren. Und so seht ihr das heute auch in den Medien, die beschäftigen sich mit Bankenkrise und mit Amerika und Kursverlusten und Kriegen und allem möglichen Chaos, der auch hier inszeniert wird. Ja? Und dem entgegen wird das, was in Israel an Entwicklungen ist, eigentlich kaum wahrgenommen, ja? Außer von einigen wenigen. Aber wir sind hellwach, ja, und schauen uns das genau an. Ich möchte gerne noch ein Video machen, auch wo man vielleicht mal etwas konzentrierter diese Spaltung Israels, wo die in der Bibel vorhergesagt ist, nachvollziehen kann. Das ist nicht so ganz leicht zu finden, weil man dazu einiges an Vorkenntnis braucht. Man muss zum Beispiel über die Wiedergeburt Jerusalems einiges wissen. Und es gibt einige Bibelstellen, die man sich dann vor dem Hintergrund auch anschauen kann. Und dann sieht man schon, dass dort die Propheten Joel, Sacharja, Micha, Jesaja für die Endzeit ein geteiltes Israel unterstellen. Predigt aber niemand drüber. Ich habe auch noch niemand darüber predigen gehört. Ist natürlich auch ein heftiges Thema, aber im Zusammenhang mit dem, was wir hier sehen, ist das, glaube ich, ziemlich aktuell und sollte eigentlich von allen Christen auch gewusst sein. Da möchte ich, wie gesagt, gerne noch mal ein Video auch zu machen. Und es gibt auch noch so zwei, drei andere Themen, die ich gerne ein bisschen behandeln würde in den nächsten Tagen. So der Herr darf zu Gelegenheit und Zeit gibt. Ich schließe hier. Ich bin sehr gespannt, was heute Abend passieren wird und wie es in den nächsten Tagen in Israel weitergeht. Das wird spannend werden, ja. Und dieses Zerwürfnis, diese Revolte, wie jetzt im Internet steht, das ist meiner festen Überzeugung nach die Apostasia, der Abfall, von dem Paulus in 2. Thessalonicher 2 spricht. Da gibt es ja heftigen Widerspruch zu. Ja, ich kann das auch verstehen, weil das immer natürlich anders gelehrt worden ist. Es gibt dieses Wort Apostasia nur zweimal, einmal in 2. Thessalonicher 2, einmal in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte wird es dazu verwendet durchaus, dass dort ein Abfall, dass Paulus die Juden vom Gesetz des Mose abfallen macht. Aber man kann dieses Wort Apostasia auch anders deuten, dass es dort um eine Trennung, eine Revolte, einen Aufstand geht. Und ich habe im Telegram euch auch kurz ein Bild gezeigt, wo eine Bibelübersetzung das auch so übersetzt. Und ich glaube, dass diese Revolte, die sieht man hier. Ja? Ob das schon so weit ist, dass Israel jetzt zerbricht, weiß ich nicht. Wenn das kommen sollte, ist das unumkehrbar. Und dann würden relativ schnell Dinge ablaufen, die wir für die 70. Jahrwoche erwarten. Ja? Aber ob das soweit ist, ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Das muss man abwarten. Wie gesagt, bis hierher in aller Kürze. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.